Xiaomi Poco X3 Pro oder Mi 10T, das fragen sich viele von euch. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Design. In der Kategorie Design gewinnt das Poco X3 Pro eindeutig mit 50:34 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: Spritzwasserfestigkeit und 1 Gramm leichter. Das Mi 10T kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 0,1 mm dünner, 0,4 mm schmaler und 0,2 mm kürzer. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Poco X3 Pro mit 50:51 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: eine neuere Version von Gorilla Glass und verfügt über ein HDR10-fähiges Display. Das Mi 10T hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 20% bessere Bildwiederholungsrate und 50 Nits heller. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das Mi 10T mit 89:84 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 337 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz, 617 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt HMP, 19,9% höheres Benchmark-Ergebnis und eine Unterstützung für neuere DDR-Arbeitsspeicherversion. Das Poco X3 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 0,2% schnellerer Prozessortakt, hat einen externen Speichereinschub, 128 GB mehr interner Speicher und hat integriertes LTE. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Mi 10T mit 72:69 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 37% mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Das Poco X3 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 5,3% größere Blende bei minimaler Brennweite, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Audio. Beim Punkt Audio gewinnt das Poco X3 Pro eindeutig mit 94:37 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Mi 10T knapp mit 65:61 Punkten. Das Poco X3 Pro hat auch etwas vorzuweisen mit folgenden Vorteil: 3,2% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Mi 10T eindeutig mit 94:82 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 0,6% schnellere Uploads, unterstützt 5G, unterstützt ANT+, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung, hat ein Iris-Scanner und unterstützt Wi-Fi 6. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Xiaomi Mi 10T mit 87 eindeutig vor dem Xiaomi Poco X3 Pro mit 72 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum.
Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.